Ja, hallo, zur zweiten Folge. Es geht weiter mit den Osmanen. Wird jetzt ein bisschen kürzer als die erste. Weil die erste war eigentlich ein bisschen länger, als ich es vorhatte. Man, hier mal ein paar Kernprovinzen. Ich muss überlegen, was ich jetzt genau vorhatte. Das ist jetzt nämlich der nächste Tag. Also die erste Folge habe ich gestern aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes geplant hatte. Das wird natürlich ein bisschen schwer, die anzugreifen, weil die mit den Mamelucken jetzt verbündet sind. Aber ich denke, uns bleibt kaum was anderes übrig, weil wir dann die Walachei erledigt haben. Schauen wir mal. Okay, wir haben die Walachei drin, die dann weg wäre. Also, genau, wir müssen auf Polen warten. Genau, jetzt erinnere ich mich. Also dann warten wir mal, bis das nächste Jahr ist. Ja, Legalismus. Ah, wir können Bosnien noch angreifen. Das wir auch tun werden. Dann sind wir noch mal ein bisschen stärker, bis wir uns dann um die Mamluken kümmern. Und ich denke, wir können das hier auch. Das ist immer noch der Typ, aber der stirbt nicht. So, dann mal rein hier. Ja, wo läuft der jetzt hin? Hier. Dann holen wir mal die Söldner da rein. So, fertig. Geweibt und wieder einfach jetzt warten. Das müssten genau die vier sein, ja. Ist auch kein General drin, aber das ist nicht so schlimm, weil wir müssen sowieso warten, bis wir den Krieg beenden können, weil wir ein bisschen viele eher angesammelt haben. So, es geht jetzt hier. Perfekt. Damit ist auch der Ruf nach Frieden jetzt mal vorbei. Glaube ich. Oder? Ja. So, wir können die Mission beenden, die uns auf Ungarn Ansprüche gibt. Na gut. Wir könnten auch erst Ungarn angreifen, dann die Mamelucken. Wir können jetzt natürlich hier im Ledger gucken, wie viele Truppen die haben, aber ganz ehrlich, das mache ich doch eher ungern. So, das ist jetzt auch gleich fertig. Ja, Prestige ist immer super. So, das wird das hier auch nicht so einfach sein. Papst können wir mal verbessern. Das können wir mal beenden hier. Dann können wir mit Bosnien, das ist natürlich dann Frieden. Austria, ja. Österreich. Ach so, ja. Blöd. Die mögen uns nicht. Zypern würde rechtzeitig ablaufen. Also würde er wieder runterticken. Genua. Na ja gut, wir verbessern mal, aber ich denke, wenn ihr hier die Krim und sich das holt alles, dann sind die sowieso weit genug weg, als dass es sie nicht mehr so sehr interessiert. So, jetzt die Tech hier. Und wir könnten vielleicht jetzt auch mal inzwischen die Embargos fertig machen. Und beleidigen, dann kriegen wir nämlich hier die plus 50, die uns ja einen Punkt mehr geben. Und seit dem letzten Update ist es, glaube ich, gibt es jetzt auch die anderen Beleidigungen. Diese Scornful Insult. Oh, Ungarn ist gar nicht unser Rivale. Wieso denn das nicht? Ach. Ich habe Polen genommen, ach so. Na gut. Meinetwegen. So, ja, hier. Die haben uns jetzt Handelsembargo auch gegeben. Nehme ich mal an. So, unsere Schiffe sind fertig. Wir können hier mal die ein bisschen zusammenführen. So, gut. Jetzt ist wirklich die Frage, was machen wir als nächstes? Kümmern wir uns erstmal hier um Trebizond. Können wir uns hier halt Anspruch holen.
Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, ne, dass wir vielleicht erstmal hier uns was holen, bevor wir uns dann darum kümmern. Und dann schauen wir mal weiter. Oh, jemand ist. Hä? Wie kann das sein? Ich habe doch extra überprüft. Ach so. Ach so, ja, die sind jetzt negativ. Scheiße. Verdammt. Okay, schauen wir mal, was jetzt kommt, passiert. Das ist natürlich richtig kacke, ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Das ist hier runtergetickt. Und dann waren die negativ. Dadurch konnten sie dann, waren es 4 Mitglieder. Und hier sind Ungarn und die Mamelucken in der Koalition. Ja, das ist richtig scheiße gelaufen. Wir können uns jetzt nämlich den Krieger nicht holen, ist mal lieber irgendwie einen Verbündeten. Die Frage ist nur wen. So viel gibt's nämlich gar nicht, die uns mögen. Ja, kein einziger. Gut, wir sind im Krieg, stimmt, ne? Tja. Ja, wir kriegen nämlich diese Events, mit denen wir eben minus 10 nochmal auf Admin Tech kriegen. Das ist halt genial. Wir kriegen unsere Reform, die uns noch mehr Manpower gibt. Das ist super. Noch mehr Rebellen. Können wir vielleicht ein paar mehr Truppen uns holen? Ja. Dass wir ein bisschen stärker sind, damit uns nicht angegriffen werden. Ach Gott. Stabilität für den ist halt immer blöd, ne? Papa. Ich kann mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wir hier diesen Frieden mit Bosnien machen können. Ja, die Ritter. Können wir da noch verbessern? Oh, sollten wir sogar. Ja, wir brauchen hier einen. Ja, wir können hier Trebizond in Anspruch holen. Okay, schauen wir mal. Also, ja gut, Österreich, Polen, Neapel müssen wir noch ein bisschen mehr verbessern, dass die rausgehen. Was können wir hier uns holen? Ah, das hier, na gut. Das reicht erstmal. Gut. Und das Event, weil Polen, weil die komplett annektiert wurden, hier die Granadaner. Ja, ein paar Jahre. Ja, obwohl wir 100 Prestige haben, ne? Kommen denn die nächsten in Montenegro? Gehen wir schon mal rüber. Und Ramazan könnten wir uns reinstellen, damit wir die nicht bekommen. Ist jetzt auch dieses etwas andere System zur Rebellenunterdrückung. Das heißt, die würden jetzt wahrscheinlich runterticken, ne? Ja. Mal. Wir wollen jetzt die Tech. Einfach, damit die halt Angst vor uns haben hier, ne? Wir können auch einen Rivalen beleidigen. Für ein bisschen mehr Machtprojektion.
Albanien müssen wir noch verbessern. Können wir die nicht vassalisieren oder so? Nein, ne? Weil wir ja einen Korbprovinz haben. Gut. Ja, wir gehen hier direkt auf die zweite Tech. Bevor wir da weitere Admin uns holen. Ja, also auf die erste Idee meine ich. Nee. Puh. Ich will jetzt eigentlich keine Admin-Macht verlieren, bis wir eben diese zweite Idee noch haben. Gut, wir kriegen mal unsere erste Frau. Wir müssen eigentlich auch bald das Event bekommen, wo er dann den Erben bekommt. Wir können uns ein bisschen Geld holen. Der ist mit Biapas verbündet. Wo ist denn Biapas? Ja, hier drüben. Schade. Und er hat Aufständige. Mit der Aklava. So. Ja, jetzt haben wir den natürlich hier. Schade. Vielleicht holen wir uns. Ah, das ist halt blöd. Weil wenn wir. Moment, wir haben hier das Event bekommen mit dem Erben. Ja, wir nehmen den 6 für 5. Das Problem ist halt, wenn wir eine von denen nicht nehmen, also wir haben die vier, haben wir Ansprüche. Die haben halt alle Nachbarn. Das heißt, wir können keine so einschließen, dass wir sie uns jederzeit selbst holen können, weil keiner sie koren kann. Wenn wir uns die zum Beispiel nicht holen, wird Ungarn die holen. Die auch. Da Ragusa. Hier Venedig. Das hat das Problem. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, ist Polen. Bosnien, ja gut, Bosnien ist wie gesagt egal. Trebizond. Warten wir nochmal. Dann warten wir einfach noch dieses Jahr, dann kriegen wir halt noch ein bisschen hier. Aber ich kann ja auch nochmal reduzieren. Ich denke, danach machen wir erstmal eine ganz kurze Kriegspause. Dass wir ein bisschen die Lage mal beobachten können und ein bisschen AI runterticken lassen können. Stragusa, die haben wahrscheinlich. Oh, die sind mit Ungarn verbündet. Das ist natürlich spitzenmäßig, ne? Na, gleich werde ich Stragusa den Krieg einfach, um Ungarn aus der Allianz zu boxen. Und aus der Koalition. Ja, hier. Moment. Ich wollte doch. Puh, das ist natürlich jetzt auch wieder schwierig, ne? Aber ich nehme die Admin. Hier, Einfluss. 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 Denn wenn wir jetzt das beenden hier, wird das sonst wieder ein bisschen schwierig. Okay, wenn wir jetzt noch den Monat abwarten, müsste es passen, ne? Wenn man da C drückt bei dieser Einflussmeldung, dann anscheinend wird er nicht verlängert, sondern wird abgebrochen. Das ist ein bisschen bescheuert. Okay, wir kriegen die Attack, das ist natürlich. Bis auf, wir holen jetzt sogar die nächste noch direkt, damit wir hier unsere erste Idee bekommen. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, optimal, ne? Wahl müssen wir noch ein bisschen verbessern hier. Können wir hier noch ein Geschenk? Ja, nicht so viel. 25. Gut. Okay, jetzt haben wir immer noch vier drin. Und hier müssen wir den Einfluss holen. Perfekt. Ja, optimal, ne? Wir holen uns dann mal hier ein paar Provinzen. Kein Provinzen. Und wir müssten in die nächste. Das gibt uns Ansprüche auf. Ja, im Prinzip nur auf das hier, ne? Diese paar. Nicht besonders viel. Danach kriegen wir dann Ansprüche auf Österreich. Das ist natürlich super. Okay, ich denke, dann machen wir jetzt den Krieg gegen Ragusa.
damit wir Ungarn aus dieser Koalition boxen, dann müsste die Koalition sich auch auflösen. Okay. Okay, jetzt die Frage, wenn wir die vielleicht in den Krieg rufen können, dann können wir die Mamluken angreifen. What? Och. Wie sind das jetzt so schnell runtergetickt? Das war eben noch bei plus 10. Okay, ich werde hier ganz kurz das Spiel beenden und dann machen wir das nochmal. Das, obwohl, ja. Eigentlich will ich jetzt nicht burden, ne? Ja, wir lassen es einfach, wir machen einfach weiter. Ist halt jetzt wirklich ärgerlich, ne? So, wir können unseren ersten. Unsere erste. Wie nennt man das? Vorteil? Ich weiß gar nicht, wie diese Teile heißen. Die haben, glaube ich, keinen Namen. Einfach diesen Vorteil von der Zeit. Zeit der Entdeckung, oder wie auch immer man das nennen will. So, wir können wieder unsere Stände und Aktionen machen. Bisschen Macht. Ja, jetzt sind die ein bisschen sauer, die Dimmi, aber ist halt so, ne? Irgendwie mal gucken, dass wir vielleicht diese. Sag mal, was hassen die uns denn so? Dass wir vielleicht irgendwie diese Koalition auflösen können, aber ich weiß nicht wie. Wir müssen darauf achten, dass keiner mehr reinkommt, ne? Das ist ein bisschen knifflig, aber. Schauen wir mal. Wie weit sind wir mit der Renaissance? Noch nicht weit, ne? Ja. 70 hier. Ich will mal ein bisschen Dev, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, mehr als genug Punkte, also. Ja, der Jemen will eine Allianz, aber da sehe ich für uns keinen Vorteil drin. Wobei, gegen die Mamelucken. Ja, komm. Spielen wir mal mit der Allianz. Ja genau, das habe ich nämlich gesagt. Der wird direkt hier Bosnien angreifen. Wenn wir das hier eben übrig gelassen hätten, hätte er das auch geholt. So, wie sieht es jetzt aus mit Ragusa? Und wir können uns schon wieder Geld holen. Oh, jetzt haben wir hier. Ja, das ist nur blöd, ne? Ich mach da lieber die Händler unglücklich. Wie viel hat er denn überhaupt? Wie viel AE? 80. Und bei denen haben wir auch so viel, ne? Ja, dann, komm, dann Trebizond. Das bringt hier nichts, das wird zu lang dauern. Ich meine, wir könnten Albanien den Krieg erklären. Ja, komm. Und damit wenig ein bisschen nerven. Das machen wir, denke ich. Da müssen wir uns auch über Albanien keine Sorgen mehr machen. Problem ist natürlich, dass wir kaum Schiffe haben, ne? Und sie versuchen hier direkt. So, genau, jetzt ist Ungarn aus der Koalition, Mameluken auch. Perfekt. So, die Idee. Wenn das eh nichts, werden wir uns dann Tech holen.
ich will da nicht so viele drin haben. Ja. Schnell weg. Weil sonst blockieren die uns und wir kommen nicht mehr raus. Schauen wir mal. Ja doch, perfekt. Gut. Ein Schiff. Das holen wir uns mal. Oh, das waren mehr. Verdammt. Ja, so kann es gehen, ne? Aber eine wirkliche Chance haben wir gegen deren Flotte sowieso nicht. Außer wir holen uns hier noch einige schwere Schiffe. Was man sowieso aber machen sollte. Mal gucken, ob das was wird. So, wir haben hier nicht die Typen drin. Wir brauchen ihn aber. Wir nehmen dann die vier Söldner mit General dann. Verlieren wir da keine Manpower. Weil wir sowieso genug Manpower haben. Also wirklich Probleme ist jetzt nicht. Die blockieren uns jetzt logischerweise. Wir haben sogar einen relativ guten General, den hätten wir natürlich benutzen können. Und wir können uns sogar noch was holen hier. Wir können ja auch darüber laufen. Ah. Konditieri. Angeheuert. Wir werden einer der Beziehungen verbessert. Ja, er rennt natürlich direkt weg. Ein Scheiß, warum holt man sich die Konditieri, wenn man dann wegrennt? Schaut mal rüber. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass die hier hinten dann landen. Aber jetzt machen sie erstmal was ganz anderes. Nämlich gehen wir hier auf die Nerven. So, und damit, würde ich sagen, beenden wir auch die Folge hier. Und machen dann ganz einfach in der nächsten weiter. Also bis zur nächsten Folge.